Seit 2004 fester Bestandteil des Weihnachtssingens der Auftritt von Peter Müller. Damals sprach der Pfarrer zu knapp 300 Leuten. Eine so große Bühne wie diesmal hatte der Gottesmann noch nie. Guten Abend, schönen Abend. Im Alltag bleibt der Kreis seiner Schäfchen überschaubar. Gottesdienst im Seniorenzentrum im Köpenicker Allendeviertel. Alle 14 Tage kommt Peter Müller hierher. Dabei ist der 75-Jährige längst Rentner. Oder besser gesagt, Pfarrer im Ruhestand. Vor der Pensionierung wirkte er für die evangelische Stadtkirchengemeinde Köpenick. Sein kleines Gotteshaus, die Friedhofskapelle in Spindlersfeld. Peter Müller, aufgewachsen in Prenzlauer Berg, saß in der Wendezeit für die Kirche am runden Tisch. Schon zu DDR-Zeiten hatte sich der engagierte Geistliche für in Schwierigkeiten geratene Jugendliche eingesetzt. Noch vor dem Mauerfall verschlug es ihn auch erstmals an die alte Försterei. Als Besucher erlebte er hier die Abschlusskundgebung des Evangelischen Kirchentages 1987. Für Fußball hatte sich Müller früher nicht interessiert. Seit kurzem aber ist der Pfarrer sogar Mitglied bei Union und besucht regelmäßig die Spiele. Wobei es ihm mehr um den Verein und die Menschen geht, als um geschossene Tore. Vielleicht nicht ganz Fußballfan, aber auf jeden Fall Fan von Union. Seine Frau hat ihm vor 2 Jahren sogar einen rot-weißen Schal gestrickt, eine Stola. Die trägt Pfarrer Peter Müller nur einmal im Jahr, wenn er seiner ungewöhnlichen Gemeinde im Stadion die Weihnachtsgeschichte erzählt. Da machte sich auf, auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Eine gute Weihnachtszeit und ein friedvolles neues Jahr. Peter Müller, vielen, vielen Dank. Ich war dieses Jahr noch nicht in der Kirche, aber ich finde es sehr gut, dass hier so ein bisschen so der kirchliche Gedanke mit rübergebracht wird, gerade bei unseren Eisernen. Und es ist so ein gemeinsamer Mischmasch und das ist toll, finde ich. Weil alles zusammenpasst, Weihnachten, die Lieder und der Pfarrer natürlich auch. Auch wenn ich selber nicht an Gott glaube, aber trotzdem finde ich es gut. Das war richtig gut, super gemacht. Besser als in der Kirche. Thank you.
Sogar Feenstaub rieselt leise an solch einem verzaubernden Abend. Katrin und Töchterchen Emilia sind Unioner Weihnachtsengel und zwei von vielen Helfern, die für die besondere Magie sorgen. Federn aus unseren Flügeln zum Verschenken, genau. Aber du musst auch ein bisschen tricksen. Ich muss auch ein bisschen tricksen, genau. Weil die sind nämlich eigentlich gar nicht aus unseren Federn, die sind aus der Tüte. Am Eingang verteilen währenddessen die Mitglieder des Fanclubs Alt-Unioner kostenlose Liederbücher und Kerzen. Schließlich soll es später schön gemütlich werden in ihrem Wohnzimmer. Als Weihnachtsmänner verkleidet engagieren sich junge Ultra-Fans und spendieren Überraschungen für die Kinder. Für die Großen gibt es natürlich auch etwas. Glühwein und Bratwurst verbreiten im Fußballstadion den Duft eines Weihnachtsmarktes. Allen greifbaren Angehörigen im Schlepptau ist auch der Union-Fanclub Mümmelmann-Mafia angetreten. Peter Radek-Reinicke. Das ist unser Wohnzimmer und von daher Weihnachten mit Unionern zusammen, Familie. Geiler geht's nicht. Logisch. Schließlich steht die Mümmelmann-Mafia auch bei jedem Spiel auf der Gegengeraden. Ihr Name entstand im wahrsten Sinne des Wortes durch eine Schnapsidee. Also wir sind auf den Namen gekommen, wir haben früher immer am Bierstand vorne unser Bier getrunken und unseren kleinen Schnaps. Und da gab es immer Kümmerling. Und irgendjemand hat dann mal gehört, dass Kümmerling Sponsor bei Hertha ist. Und dann haben wir gesagt, nee, den trinken wir nicht mehr. Wir holen uns einen anderen Schnaps. Und dann hat irgendjemand von Aldi Mümmelmann mitgebracht. Radek hat heute sogar seinen Chef Micha mitgenommen, obwohl der ein Hertha-Fan ist. Mitten im Union-Block werden kleine Wunder wahr. Ich denke mal schon, das ist schon übergreifend, ja. Dann ist man eben halt nicht mehr der Verein, sondern man kommt eben so zusammen. Auch wenn Rot-Weiß natürlich zum Weihnachtsfest die Kulisse bestimmt, heute ist es egal, welche Farben man trägt. Da kritzelt selbst der Unioner Fußballprofi Thorsten Matuschka sein Autogramm auf ein Hertha-Trikot. Schmusekurs im Fußballstadion. Genau wegen dieser Stimmung kommen sie aus Berlin, Brandenburg und ganz Deutschland nach Köpenick. Sogar aus dem Ausland. Ich komme aus Kopenhagen in Dänemark und ich bin ein großer Fan vom 1. FC Union. Schon lange wollte ich hierher kommen wegen dieser Weihnachtstradition. Eine wunderschöne Kulisse. Ich wünschte, wir hätten auch so etwas zu Hause. Wunderbar, ich war das erste Mal hier und ich würde immer wieder hierher kommen. Es ist so eine tolle Stimmung, es ist wunderbar, wirklich. Ich freue mich jedes Jahr, wenn ich hierher gehen kann. Ist einfach ganz toll, das gehört zum Weihnachtsfest dazu, für mich. Nächstes Jahr bin ich wieder dabei. Ja, super. Frohe Weihnachten.
Das Weihnachtssingen an der Alten Försterei, organisiert von Fans für alle. In diesem Punkt steht die Meisterschale schon lange in Köpenick.